Hallo zusammen, es ist noch morgen früh und ich habe hier ein Knaus, ein Wohnmobil und hier hat es einen Dometic-Kühlschrank drin und der ist zu laut. Punkt. Er ist nicht zu laut. Aber wir schauen uns das jetzt mal aus der Nähe an. Wir haben hier diesen Kühlschrank von Dometic. Normalerweise ist hier oben das Lüftungsgitter drin. Weil die Temperatursteuerung schlecht ist, haben wir jetzt hier ein Digitalthermostat ersetzt auf Kundenwunsch. Und wir sehen auch hier das Modell von diesem Kühlschrank. Das ist ein CDF45. Und was haben wir gemacht? Wir haben die Kühlmaschine, die hier oben dran sitzt, ausgebaut, die Leitung verlängert, den Ablauf verlängert und unters Fahrzeug geführt. Wir sind jetzt hier am Vakuumieren, weil wir mussten ja das Kältemittel trennen, die Leitung verlängern von hier oben vom Wohnmobil runter. Ja, man sieht es jetzt hier schlecht. Wir sind hier unterm Fahrzeug. Und zwar haben wir hier ein U gemacht aus einem Alu-Riffelblech, hier an die Träger hochgeschraubt. Und hier sehen wir, das ist ein Weco Wanbao Kompressor. Das ist also ein chinesischer Nachbau vom Sekop. Und hier haben wir diesen Kompressor. Wir haben nicht mehr viele Baufreiheit, aber hier da hinten sitzt der Wassertank, der ist auch tief. Und hier auf dieser Höhe haben wir auch die Treppe, das ist auch tiefer. Die Bodenfreiheit ist nicht mehr riesig, aber wir sind höher als der Rest. Ja, das wird jetzt hier, wurde die Leitung verlängert, hier wird jetzt gefüllt und der Kühlschrank in Betrieb gesetzt. Also ein Riesenumbau, um den Lärm von diesem Kompressorkühlschrank aus dem Fahrzeug zu nehmen. Und auch die Abwärme vom Kühlschrank aus dem Fahrzeug zu nehmen.